Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar von der Beauty.at Box. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Frühlingsedition verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die schon mal ausgepackt und da war ich erstaunt von dem Wert, der darin gesteckt hat. Auch dieses Mal soll sie einen Wert von 195 Euro haben. Sie hat gekostet 34,95 und ich glaube 8 Euro Versand nach Deutschland. Und ja, es ist halt die Frühlingsedition. Ich gucke mal nochmal nach. Es ist schon eine Weile her, dass ich die bestellt habe. Ich glaube im Januar oder so. Das habe ich auch direkt auf Instagram geteilt. Genau, am 23.01. um 20.08 Uhr habe ich die bestellt. Für 34,90 Euro plus 8 Euro Versand. Und ja, das Motto soll sein, gut behütet ins neue Jahr. Skinimalism, Selfcare, Cocooning, was auch immer das ist. Aber auch Erneuerung und eine gute Portion Lebensfreude haben wir für Sie in die neue Beautybox Spring 2021 gepackt. Hier finden Sie eine Fülle an feinen Köstlichkeiten für Haut und Haar, für Körper und Seele, für den Genuss von innen und außen. Spannende Innovationen und aufregende Beautyprodukte in Spezial- und Originalgrößen im Gesamtwert von 195 Euro. Fand ich ganz cool. Also der Verkauf ist auch am 23.01. gestartet. Und da habe ich direkt bestellt. Ich wurde nämlich ja, geinfluenced. Ne? Also ihr habt mir tatsächlich den Link mehrfach zugeschickt und dann habe ich das bestellt und jetzt bin ich gespannt. Die Bar eingepackt einfach nur in so ein Butterbrotpapier und dann haben wir hier direkt die Box drin. Finde ich ganz ja, ressourcenschonend, um das mal so zu sagen. Also man hat nicht einen großen Karton, der das Ganze versteckt hat. Wir haben einen Karton, wo die Produkte drin sind und das war's. Und das war letztes Mal genauso. Dann kann man das Ganze hochklappen. Und ja, hier lächelt uns das Ganze dann entsprechend an. Sehr schön eingepackt, sehr, sehr repräsentativ. Sehr nach nichts riechend. Teilweise können hier auch Food-Produkte drin sein. Das finde ich ganz interessant. Ich finde es auch ganz nice, dass wir hier so ein Heftchen, ne, einen Zettel drin mit drin haben, wo drin steht, was drin ist. Und ich glaube, hier sind auch die ganzen Produkte drin beschrieben. Das gilt dann quasi als Heftchen, ne? Also, dass man sich dann die Sachen nochmal so ein bisschen durchlesen kann. Preise sind hier nicht aufgeführt, das suche ich aus dem Internet raus und verlinke euch dann die Produkte auch mal in der Infobox, dass ihr das nachvollziehen könnt. Und jetzt mache ich hier mal den Klebi auf, der das Seidenpapier zuhält. Und nicht schlecht. Huch. Das ist auf jeden Fall der erste Blick in die Box. Und es sieht schon mal sehr, sehr bunt gemischt aus, ne? Wenn ich ehrlich sein darf. Ja, also aufgrund des Namens gehen wir alle erstmal davon aus, dass es eine Beautybox ist. Beauty.at. Und ich starte, glaube ich, auch mit einem Beauty-Produkt. Das ist hier in so einer Mini-Luftpolsterfolie eingepackt. Wie süß. Ringelblume. Calendula. Ach, Calendula heißt Ringelblume. Mhm. Okay. Xerox Pharma Cosmetics Made in Austria, Naturkosmetik, Pflegesalbe, Kälteschutz. Ja, das passt doch jetzt, ne? Das kann man sich dann wahrscheinlich auch sehr gut auf die Hände geben zum Beispiel, weil bei uns ist es recht kalt auch aktuell. Ja, bei Bedarf mehrmals täglich eincremen, nach dem Öffnen gut verschlossen vor Wärme schützen, geschützt lagern. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man sowas, ja, bis, oh, das ist nur bis November diesen Jahres dann haltbar. Ist natürlich auch noch verschlossen. Ich weiß nicht, ob man da was durchriechen kann. Ich will das jetzt... Doch, eigentlich will ich das schon aufmachen, weil das ist ja eh dann ab jetzt bis November nur haltbar. Das ist halt so eine feste, ne? Wie so ein Abschminkbalsam tatsächlich. Eine sehr, sehr feste Konsistenz, der nach nichts riecht. Da bin ich ja echt schon gespannt. Komm, wir können das ja mal direkt ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sammy spazieren gehe, oh, super fest, oh mein Gott. Dann halte ich ja die Leine, wenn ich nicht unbedingt, ne, das... anders handhabe. Da habe ich ja sonst von Tuff Cookie ja diese Joggingleine, die ich auch sehr gut verwenden kann tatsächlich. Aber weitestgehend habe ich meine Hände dann nicht unbedingt in den Taschen oder sonst irgendwo. Und da bietet sich das an. Ja, sehr, sehr fettig tatsächlich. Aber das hatte ich auch ein bisschen erwartet. Ich habe nicht viel gebraucht, das habt ihr gesehen, ne? Fühlt sich aber sehr pflegend an. Es riecht nach wie vor nach nichts. Also das scheint wirklich richtig krasse Naturkosmetik zu sein, die jetzt nicht irgendwie große Parfümstoffe oder so ein Kram hat. Zieht nicht so schnell ein, aber ich habe sie jetzt aufgetragen. Finde ich auf jeden Fall ganz angenehm, ne? So als sehr reichhaltige Handcreme. Warum nicht? Ich stelle die Sachen jetzt hier auch mal so
sieht am Anfang dann immer etwas merkwürdig aus, wenn ich mich so verrenke. Auf die Seite. Ihr könnt übrigens, wenn ihr möchtet und das noch nicht getan habt, mich sehr, sehr gerne hier unten einmal kostenlos abonnieren. Das würde mir echt viel bedeuten. Ich fänd das richtig, richtig cool, wirklich. Und ja, euch wird nichts kosten, weil das ist ja kostenlos. Ne? Ich mache ja kostenlosen Content hier hauptsächlich über Beauty. Manchmal ist auch mein Hund Sammy mit dabei. Über Food wird auch einiges hier berichtet. Da habe ich auch Foodboxen im Abo, die ich öffne. Ich mache ein paar Schminkvideos. Ich zeige Hauls und so Neuheiten, die es so auf dem Markt gibt. Ne? Ja, kannst du gerne mich abonnieren, wenn du möchtest. Ich fände es cool. So, das nächste Produkt, was wir hier drin haben, ist von einer Marke, die ich sehr gerne mag, und zwar von Hair Doctor Magic Mousse Shampoo Regenerates with Inca Inchi Oil. Und ich meine, dass ich das mal in klein hatte. Und Hair Doctor ist wirklich eine sehr pflegende Marke. Es ist sehr, sehr gut. Volume and Structure, also Volumen und Struktur gibt es für die Haare. Das finde ich ganz nett. Also ich habe hier so recht dünnes, feines Haar, sagt man ja dazu, was sehr liebe- und pflegebedürftig ist. Und da würde sich das auf jeden Fall anbieten. Ne? Einfach drauf machen, auswaschen, fertig ist die Lauge. Und das ist frei von Paraben und Silikon. Ach, das ist doch nett. Da ist bestimmt nicht so super viel drin, oder? Ja, 100 Milliliter ist echt nicht die Welt. Genau, kommt als Schaum tatsächlich raus. Das finde ich interessant, ne? Ein Haarshampoo als Schaum? Riecht das nach was? Es riecht sehr zitrisch. Ein bisschen wie halt beim Friseur, ne? Inca Inchi Oil, da haben die viele Pflegeprodukte von, ne? Die haben zum Beispiel auch diese Leave-In-Sprühkur, die ich auch gerne mag. Der Geruch ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es pflegt halt wirklich die Haare. Deswegen freue ich mich drüber. Haben wir was für die Haut und für die Haare schon mal. Ja, gut. Das nächste Produkt, was ich rausnehme, ist von Tiffany & Co. Ein Parfum wahrscheinlich, ne? Eau de Toilette Sheer. 5 Milliliter sind hier enthalten. Das ist ganz nice. Ich persönlich sammle ja nicht diese kleinen Mini-Flakons, deswegen werde ich das wahrscheinlich für eine Verlosung beiseite packen, wenn das jetzt nicht zum Sprühen ist. Nee, tatsächlich nicht. Genau. Also das wird dann demnächst in eine Verlosung reinwandern. Sieht schon so aus wie das Original, aber ja, ne, ist halt ein kleiner Sammelflakon. Stehe ich nicht so drauf. Ich bin halt eher so ein Fan von Parfümsprüher. Deswegen. Aber es ist schön, dass es drin ist und es wird relativ hochpreisig sein, weil ich glaube, Tiffany & Co. ist teuer. Ja. Ja. Und ich rieche jetzt halt nicht dran, weil, ne, wird halt weiter wandern. Das macht dann nicht so viel Sinn. Für die Füße haben wir auch was mit drin. Und zwar von Gewohl. Lipidro-Creme. Intensivpflege bei trockener Fußhaut. Verhütet Hornhaut mit 10% Urea. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Ich benutze jeden. Und zwar wirklich jeden Abend Fußcreme. Hier sind 20 Milliliter enthalten. Denn meine Füße tragen nämlich die ganze Zeit durchs Leben. Und genauso wie ich auf meinem Hintern sitze und meinen Hintern eincreme, pflege ich auch meine Füße, die mich ja auch sehr viel tragen. Also von daher macht es durchaus Sinn, dass hier in einer Beautybox auch ein Fußpflegeprodukt drin ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals als junges Mädchen sehr häufig Probleme mit Nagelbettentzündung. Also ich habe ja sehr runde Nägel, ne? Das ist bei meinem Nagelbett nun mal so. Und gerade bei meinen Füßen ist dann immer, ja, dass die Zehennägel halt entsprechend eingewachsen sind und ich musste zu Fußpflege, damit es dann auch immer, ne, ich wurde auch zweimal operiert, das Leben war ganz schön hart damals für mich, weil es echt weh tat. Aber gut, da hatten die auch immer diese riesengroßen Gewohl-Schilder draußen stehen und da auch so ein ganz großes Regal mit den Produkten und da hat meine Mutter mir auch damals einiges immer von gekauft, damit ich halt auch dann zu Hause noch so ein bisschen meine Füße pflegen konnte. Ich habe es dann irgendwann ja nicht mehr gemacht, als ich dann halt erwachsen wurde und nicht mehr zur Fußpflege gegangen bin und mir gedacht habe, ich kann das alles selber machen. Das hat mich dann irgendwann wieder im Erwachsenenalter eingeholt, um ehrlich zu sein. Und seitdem immer wieder Füße pflegen, Nagelöle verwenden und so ein Kram alle. Das hilft mir so sehr, dass ich halt nicht mehr die Probleme habe, dass ich nicht mehr Angst habe, in normalen Schuhen laufen zu können und dass ich nicht mehr operiert werden muss. Denn sowas ist echt schmerzhaft. Jeder, der sowas schon mal hatte, weiß ganz genau, wovon ich rede. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich Fußpflegeprodukte in einer Beautybox drin habe. So. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, ne? Aber gut, ja, hier habe ich was zum Essen drin. Wir haben gerade eine Pizza gegessen, deswegen werde ich das jetzt hier tatsächlich nicht probieren. Von Keto oder Keto On The Go Strawberry Chocolate Bar. Und das ist wohl mit Erdbeere und mit Kokosnuss. Okay, also Kokosnuss essen mache ich. Entschuldigung, ich hatte da gerade einen Krümel unterm Auge. Kokosnuss essen mag ich eigentlich ganz gerne. Ich habe heute noch ein Müsli gegessen, was ich nicht mit Milch aufgegossen habe, sondern mit so einem Kokos-Vanille-Joghurt, den ich in der Degusta-Box Cold drin hatte. Die kann ich euch oben auch mal verlinken. Mega lecker. Also, das war so ein vitales Joghurt-Müsli. Mega geil. Hatte ich auch mal in der Degusta-Box drin. Ich kaufe mir gefühlt keine Sachen mehr selber.
Ja, okay. 100% Keto und ein Gramm Zucker ist hier wohl nur drin. Das ist ganz nett, ne? Also für mal eben zwischendurch kann man sowas gut essen. Ist ja auch total im Trend so, ne? Es ist Vegetarian, Low Sugar, Raise the Bars, also die Bars, die Proteinbars, yay. 90% weniger Zucker als in anderen Proteinriegeln, als in anderen Candy-Riegeln, Süßigkeitsriegeln dann wahrscheinlich. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Denn du hast hier, Simi, wie viel Gramm sind hier wohl drin? 35 Gramm, okay, und das entspricht einer Portion und das sind 161 Kilokalorien, ne? Also so ein Ding hat schon Kapitiers dahinter. Das darf man nicht vergessen, ne? Okay, dann habe ich noch was Schönes für die Lippen. Aktuell, das ist ja so im Trend mit diesem ganzen Hanfgedönsen, ne? Auch Blistex ist auf diesen Zug aufgesprungen, das ist wohl neu. Hanf und Shea ist hier mit drin für Hydratisierung. Besonders pflegend durch Omega-Fettsäuren aus Hanfsamenöl, beruhigt und entspannt die Lippen. Jo, ne? Und das soll nach irgendwas Minzigem dann schmecken. Ist dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen frischer. Vanillamint hört sich auch sehr interessant an. Also, ja, ist eine coole Nummer. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen und verwenden. Und Vanille mit Minzgeschmack und gleichzeitig ist da irgendwas mit Hanf mit drin. Also das stelle ich mir auch sehr spektakulär vor. Also die Box, die ist nach wie vor noch gut gefüllt, Leute, ne? Das ist echt Hammer. Und man darf halt nicht aus den Augen verlieren, dass man da 35 Euro für bezahlt hat. Klar, du hast da auch dann noch die 8 Euro Versand, also in dem Sinne ja 43 Euro oder so. Aber trotzdem ist es schon ganz geil, was man hier bekommt, ne? Masterlin Natural Skincare Based on TCM. Oh Gott, was auch immer das noch war, ich habe es vergessen. Facial Tonic, also das ist ein Gesichtstoner. Wusu Yu und Bergamotte verfeinert die Poren und erfrischt. 15 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist ja wirklich witzig klein, ne? Also wenn ich bedenke, wie schnell bei mir ein Toner aufgebraucht ist. Das geht wirklich ratzfatz. Wahnsinn. Das sieht super edel aus. Also das wird sackenteuer sein. Das ist ein Glasfläschchen hier unten, Milchglas. Ich will jetzt keine Schätzung abgeben. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass das hier bestimmt so einen Wert von 30 Euro hat. Mal gucken, was ich dann im Internet rausfinde. Es ist zum Sprühen, das ist schon mal ganz gut. Kann ich auch nur empfehlen, um halt den Toner nicht so exzessiv zu verwenden, sondern langsamer aufzubrauchen, auf jeden Fall ihn umzufüllen in irgendwelche Sprühfläschchen, weil A, hast du da nicht ein Wattepad, was dazwischen ist oder ein wiederverwendbares Wattepad, was dann ja auch noch zusätzlich Produkt schlucken würde und B, du gibst es dir halt direkt auf dein Gesicht und kannst es dann einfach mit den Fingern eintapern, fertig. Natürlich, du kannst ja auch Ton auf die Finger geben, dann aufs Gesicht, ne? Jeder wie er, ne? Wie er mag. Ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich finde, das ist halt sehr cool, dass sie das hier schon direkt drin haben. Darauf wollte ich hinaus. Und wollte das einfach gerade nur loben. Ein balancierendes Gesichtstonik gleicht dem pH-Wert der Haut nach der Reinigung aus und bereitet diese auf die Pflege vor. Also ich kann auch wirklich sagen, letzte Woche war meine Freundin bei mir auch da und ich habe mit ihr so eine Art Hautberatung gemacht oder so. Ich bin da ja nicht, ne, vom Fach oder so, aber ich habe jetzt schon ein bisschen was getestet. Ein bisschen kenne ich mich ja auch mit Inhaltsstoffen schon aus und habe ihr einfach so für ihre Haut das Pflegepaket zusammengestellt und habe ihr so ein bisschen auch was zu den Produkten erzählt. Und da habe ich ihr auch so, wie man in welchen Steps und warum man die Steps dann macht. Das ist zum Beispiel ein Toner, verwendest du ja nach der Gesichtsreinigung oder im Prinzip jedes Mal, nachdem deine Haut in Kontakt mit Wasser gekommen ist, um sie auf die Pflege, die danach kommt, vorzubereiten. Damit du halt jetzt deine Haut ein bisschen so, hey, hab keine Angst, jetzt kommt ein bisschen Pflege, ne, so ein Chill-Gedönsen, so habe ich das bei ihr auch genannt. Und jetzt blinkt mein Akku und den muss ich tauschen. Ich dachte, der würde dieses Video noch durchhalten, aber er hatte keine Lust. Okay, dann habe ich hier noch etwas so zum Lesen, ne? Now mit Xindao, keine Ahnung, das sind diese, Schönheitskapseln, was auch immer, wie auch immer man das nennen mag, haben wir hier sicherlich auch drin, sage ich gleich nochmal zu. Dann haben wir, Radical Skincare Rejuvafirm Resurfacing Serum. Das ist wahrscheinlich ja auch noch mit drin. Müssen wir uns gleich mal angucken. Und noch mehr von diesem Zero haben wir auch noch. Hair Doctor haben wir hier auch noch ein bisschen was. Exklusiv bei allen, bei den Beauty Aliens Parfümerien in Österreich. Ja, die kenne ich natürlich nicht. Ne? Also das, Beauty.at, das scheint so was Ähnliches zu sein wie YBPN, glaube ich. Also hier sind auch noch Hair-Doktor-Produkte aufgeführt. Ganz viele, die es so gibt. Ja.
Dann haben wir hier noch von Gebul. Mensch, was ne. Ja gut, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren, die Box, ne? Deswegen Werbung drin ist okay. Dann haben wir von Barneng etwas drin und das ist eine schwedische Marke und zwar das Oil Intense Body Lotion Gedönsen mit Wild Rose Oil und mit einer Cold Cream für sehr trockene Haut, vegane Formulierung, 95% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. 50 Milliliter sind in diesem Ding hier enthalten. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich wie Freiöl ist. Also Freiöl kenne ich ja auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, nee, die Konsistenz wird hier nicht so ölig sein. Nee, tatsächlich nicht. Das ist wie eine Bodylotion. Aber dann halt sehr reichhaltig, was jetzt gerade ganz gut passt. Riecht angenehm. Also du hast halt das mit dieser Rosengeschichte mit dabei. Aber es riecht jetzt nicht so intensiv nach Rose. Das wird auf jeden Fall ausgetestet. Die Handgeschichte ist übrigens immer noch nicht komplett eingezogen. Ne? Also ich habe immer noch so einen leichten Film auf der Haut, aber es geht. Also wenn ich jetzt was anpacken würde, wird es safe fertig werden, ne? Aber naja. So, als nächstes Inner Sense. I Create Lift Volumizing Foam. A Styling Foam to Lift Roots. Achso, der soll meine Haarwurzeln aufplumpen. 70,1 Milliliter sind hier mit drin. Ja, das sieht alles toll aus, hört sich auch nett an. Ich verwende aber keine Haarstyling-Produkte, wenn ich ehrlich sein darf, einfach weil ich so langweilig in meinem Leben unterwegs bin, wie ich es nun mal bin. Ich mag das nicht so gerne, ne? Und deswegen wird es auch weiter wandern. Und das soll irgendwie Creates Style Memory, also dass quasi der Style sich daran erinnert, wie du ihn ursprünglich gestylt hast. Das heißt, wenn du dann durch die Haare wuschelst, kehrt er dann wieder in seine Styling-Form zurück oder so. Irgendwie ganz nice von der Überlegung her, aber wie gesagt, nicht unbedingt ein Produkt für mich, nö. Dann haben wir noch was von einer Marke, die ich kenne, von Biotherm. Das ist das Live Plankton Elixier und da sind drin 7 Milliliter. Das ist ja so super im Hype. Ich hatte damals auch mal irgendwann einen Produkttest dazu mitgemacht und hatte dann so ein, also bevor das quasi so richtig auf den Markt gekommen ist, ich weiß gar nicht, über Konsumgöttin oder sowas kann man das machen. Das kannst du ja auch, ne, dafür musst du kein YouTuber oder Instagram-Mensch sein, mit großer Reichweite, da kannst du dich einfach anmelden. Bei Brands You Love und bei Konsumgöttin geht das. Das sind die Plattformen, wo ich angemeldet bin. Da kann man halt solche Produkttests mitmachen. Ne? Da kriegst du die Produkte halt zugeschickt, kannst sie testen und schreibst dann darüber eine Review, eine Einschätzung. Und hier sind halt 7 Milliliter davon drin. Ich weiß noch, dass ich das vom Duft her nicht so geil fand. Also das hat meine Welt in dem Sinne auch nicht verändert, als ich das dann, ich glaube für 14 Tage war das so ein Test-Kit. Aber ja, also vielleicht werde ich das nochmal ausprobieren. Das ist halt ein Serum, ne? Also verwendet man dann quasi nach dem Toner und vor der Gesichtscreme. Und ja, ist halt mit diesem Algengedönsen immer mit drin. Plankton-Elixier halt, ja. Das ist halt ähnliche Sache wie bei Dalton auch. Dalton ist ja zum Beispiel die Pflegemarke, mit denen arbeite ich ja auch zusammen. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr mich eingelesen halt auch. Und es ist halt so, dass der Mensch aus dem Meer kommt oder das Leben kommt aus dem Meer. Deswegen sind diese ganzen meeresnahen Inhaltsstoffe sehr, sehr angenehm für unsere Haut. Und deswegen wird auch dieses Produkt wahrscheinlich für viele sehr, sehr gut verträglich sein. Für mich halt auch, ne? Also ich kriege dadurch jetzt nicht irgendwie einen Ausschlag oder so. Aber ich mochte das irgendwie nicht so ultimativ. Oh, Käse. Hier habe ich was drin, was ich glaube ich schon habe, oder? Sammy, weißt du das? Da vorne steht nämlich was. Moment. Ja, ich trage eine Jogginghose. Na und? Sieht man die überhaupt? Ich weiß nicht. Da. Tada. Ah, war heute ja nicht so der produktivste Tag für mich, Leute. Okay, also das ist das, was ich habe. Ich gucke mal, ob das genau das gleiche ist. Ne, das ist die Farbe Pretty in Pink und ich habe die Farbe Red Water. Okay, das hatte ich nämlich im Clarin Adventskalender. Kann ich dich hier oben auch verlinken. Adventskalender mache ich übrigens auch auf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sobald die auf dem Markt sind, gibt es für mich kein Halten dafür. Und das ist ein Lippenöl, was so ein bisschen halt auch einen Schimmer gibt, was ein bisschen tintet. Und das finde ich ganz nett. Und das hier hat sogar so Sparkles mit drin. Och, wie süß. Ja, schön, ne? Und das ist auch gar nicht mal günstig. Also 1,5 Milliliter sind hier drin. Das ist schon teuer, ne? Also das ist wirklich teuer. Ich kann das ja mal swatchen. Riecht sehr fruchtig. Ja, fruchtig kann man das nennen. Und man sieht halt, es ist jetzt nicht so mega krass, wie man das jetzt in dem Flakon sieht, sondern es ist wirklich wie so ein
Gloss, hat aber gleichzeitig noch eine schöne pflegende Wirkung mit dabei, leichte Schimmerpigmente mit drin. Und da diese Schimmerpigmente eher so bläulich sind, wird es deine Zähne dann halt auch in dem Sinne ein bisschen aufhellen, sag ich mal, also ein bisschen weißer aussehen lassen. Wie zum Beispiel jetzt habe ich ja auch so ein Avon True Bold Nude 020 drauf, ne? Das ist halt eher gräulich, lässt die Zähne dann aber auch immer so schön nice aussehen. Das ist wirklich so ein kleiner Trick am Rande. Genau, ja. Ist schön, dass es also sowas mit drin gibt, ne? So dekorative Kosmetik oder halbwegs dekorative Kosmetik, das feiere ich immer hart. Als nächstes haben wir hier was drin, das ist auch etwas, was ich kenne, also die Marke auf jeden Fall, Hey Organic, und die arbeiten ja mit dieser Kaktusgeschichte zusammen. The Protector, Lichtschutzfaktor 15, ja, ist für mich jetzt nicht so schützend, um ehrlich zu sein, ich habe 50 plus als Lichtschutzfaktor immer drauf. Face Cream Kaktus. Und das sind 15 Milliliter. Auch die, ne? Das ist halt wirklich zum Testen, dass du dir mal angucken kannst. Gefällt mir das überhaupt? Ich habe davon einen Schaumreiniger, den ich angefangen habe und davon halt auch irgendwie so ein bisschen Unreinheiten gekriegt habe. Dann habe ich aufgehört, den zu nehmen. Benutze jetzt aktuell von Yepoda den The Bubble Double. Da habe ich übrigens auch einen Code für, den ich dir mal einblenden kann bei Yepoda, weil mit denen arbeite ich zusammen. Also heißt, ne? Das Kooperationspartner. Ja, genau. Und deswegen werde ich den demnächst wieder verwenden, weil mein Yepoda Bubble Double geht zu Ende und danach habe ich dann noch quasi eine halbe Flasche davon. Ich weiß nicht, ob ich die Marke so gut vertrage und ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass sie nicht so unbedingt Fan von Hey sind, dass sie das nicht so vertragen haben. Aber ich werde es nochmal ausprobieren. Ne? Also das hält mich ja nicht davon ab, das einfach weiterhin zu testen. Etwas, was jetzt aktuell sehr, sehr passend ist, weil, ne, ehrlich gesagt, habe ich immer jetzt irgendwas zum Desinfizieren bei mir in der Handtasche, von Dr. Beckmann. Desinfektion, Hygiene, Feuchttücher gegen Grippeviren, Bakterien und spezielle Pilze. Wirkt auch gegen Coronaviren, steht hier drauf. Mikrobiologisch und virologisch getestet. Für Oberflächen und Gegenstände, kurze Einwegzeit. Also das ist halt easy peasy Sonnenschein. Das kannst du dann halt auch wirklich am Einkaufswagen oder sonst irgendwo verwenden. Hier hast du 10 Tücher drin. Oder auf fremden Toiletten, wenn ich zum Beispiel in einer Firma bin. Theoretisch, ne, dass wenn ich dann da irgendwie auf die Toilette gehe oder wenn ich eine Tür anpacken will oder sonst irgendwas, dass ich das Tuch da eben drüber mache, aber dann hast du innerhalb von 2 Minuten gefühlt dieses Ding schon leer, ne? Aber gut, ja, ist eigentlich ganz nett, finde ich. Also sowas kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, werde ich bei mir ins Auto packen, dass wenn ich dann einkaufen fahre, dass ich dann einfach ein Tuch mit rausnehme und dann eben über den Einkaufswagen, da über den Griff drüber, ne? Dass man da halt irgendwie so ein besseres Gefühl hat. Finde ich eigentlich ganz cool und es passt halt zur aktuellen Zeit, ne? Und das ist ja nicht nur eine Beauty-Box, haben die auch selber geschrieben, sondern auch noch Lifestyle und so. Von daher, das passt schon. Hier habe ich jetzt noch von B-Oil das Hautpflegeöl mit 60 Millilitern. Spezielles Pflegeprodukt für Narben und Dehnungsstreifen. Das finde ich total klasse. Ich habe Dehnungsstreifen, auch wenn ich noch nie in meinem Leben schwanger gewesen bin. Aber ich bin halt super schnell gewachsen. Ich bin 1,73 Meter und diese Größe habe ich halt innerhalb von Rekordzeit fast schon erreicht. Also das, in der Grundschule bin ich schon angefangen, so extrem zu wachsen. Und irgendwann hat das Gott sei Dank aufgehört. Und ja, trotzdem war das halt super schnell, ne? Und dann habe ich halt in meinen Oberschenkelinnenseiten so ein bisschen die Dehnungsstreifen, die jetzt mittlerweile verblasst sind. Also die waren damals lila, genauso auch in meinen Huppies. Da ist nicht viel zu holen, aber trotzdem sind sie gewachsen und das halt auf einmal so puff. Und das war halt lila, ne? Und da hat man sich auch echt böse Sachen von den Mitschülern anhören dürfen. Naja, auf jeden Fall ist das ja, ganz cool, finde ich. Weil Dehnungsstreifen sind in dem Sinne ja auch eine Narbe oder Narben in der Mehrzahl, ne? Deswegen ist es ganz cool, dass es das gibt. Man kann es dann halt entweder verwenden, wenn man schon solche Dehnungsstreifen hat oder wenn man dem so ein bisschen vorbeugen möchte, wenn man zum Beispiel schwanger ist oder so. Und ja, für reife und trockene Haut steht hier drauf. Und das hilft. Hä? Warte mal, Narben, Dehnungsstreifen, ungleichmäßige Hauttönung. Ah, guck mal, reife und trockene Haut. So ist das nämlich. Man muss hier weiterlesen, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich weiß nicht, was genau da jetzt drin ist, was das Ganze so wundervoll macht. Ich kenne mich dafür mit solchen Inhaltsstoffen viel zu wenig aus, aber finde ich echt schön. Weil, ja, sowas hilft einfach einem so ein bisschen höheres Selbstbewusstsein zu bekommen. Hier haben wir jetzt so eine ganz kleine Geschichte drin. Da haben wir auch einen Flyer drin gehabt und deswegen gehe ich davon aus, dass es super hochpreisig ist. Radikal Skincare. Das ist Rejuva Firm Resurfacing Serum. 8 Milliliter sind hier enthalten. Boah, soll ich mal schätzen, was das hier wert ist?
Also wenn ich einen Flyer drin habe, wenn ich hier nur eine Mini-Probe von 8 Millilitern drin habe, dann gehe ich davon aus, dass vielleicht diese 8 Milliliter 20 Euro wert haben. Ich bin mal gespannt, was ich danach herausfinden werde. Ja, Tag und Nacht sollst du dir das drauf machen und das soll dein Gesicht dann entsprechend eine neue Oberfläche geben und verjüngen und glätten und kommt aus den USA. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts, die Marke habe ich noch nie gehört. Ja, ne? Muss dann in dem Sinne getestet werden. Und ich finde das ganz cool, wenn man so kleine Pröbchen mit drin hat von Produkten. Das liebe ich ja zum Beispiel auch generell an den Beauty-Abo-Boxen, die ich ja auch immer bestelle oder auch so zugeschickt bekomme. Weil du kannst dich dann so ein bisschen auch mit diesen Marken etwas vertrauter machen. Ob man das überhaupt verträgt, ne? So vom Gesicht her. So, hier habe ich jetzt zweimal drin, diese Now Brain Stimulation-Geschichten. Das hatte ich auch immer mal wieder schon mal drin gehabt. Dein natürlicher Wachmacher, das sind einfach so Kapseln. So, da kann ich auch schon ein kleines Feedback zu geben. Hier hast du nämlich drin Eisen, Vitamin B1, B6 und B12. Hier sind 7 Filmtabletten drin. Du sollst, glaube ich, jeden Tag eine nehmen. Das heißt, dann reicht das für 2 Wochen, was ganz nice ist eigentlich, ne? Ich gucke mal eben kurz. Täglich maximal eine Filmtablette mit ausreichend Flüssigkeit und Zerkaut. Nicht auf nüchternem Magen einnehmen. Ja, das heißt so dann nach dem Frühstück oder so, ne? Ich bin eigentlich nicht der größte Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, wo du nicht unbedingt weißt, was da genau drin ist. Also ich nehme super gerne Bierhefetabletten, das sage ich auch immer wieder, weil ich da einfach weiß, was das ist, wie das produziert wird, was dahinter steckt, dass es natürlich ist und dass man da keine Nebenwirkungen von bekommen kann. Bei solchen Produkten denke ich mir immer, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das irgendwie, ne, dass da irgendwas drin ist, was mein Körper nicht so gerne mag. Keine Ahnung, bin ich halt merkwürdig, weil du hier halt auch eine Zutatenliste hast, die ist einfach lang. Sie ist verständlich, also wenn ich mir die Sachen so durchlese, dann verstehe ich, was da steht. Also die Sachen kommen mir bekannt vor, Apfel, Johannisbeere, bla. Also das sieht so ein bisschen aus, als hätte man Obstsalat genommen, den gepresst und hier reingemacht. Gefühlt, ne, also, aber auch Stabilisatoren, so. Wie gesagt, ich habe da schon die ein oder andere Packung von leer gemacht und auch diese beiden werde ich leer machen und auch zu mir nehmen. Sie haben mir nicht geschadet und ich habe mich auch tatsächlich recht gut damit gefühlt, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Also sie haben schon so mir einen kleinen Kick gegeben. Aber ob das der Placebo-Effekt war oder ob das wirklich an den Produkten und deren Inhaltsstoffen liegt, keine Ahnung. Fakt ist auch, ich habe einen Eisenmangel, definitiv. Deswegen nehme ich auch Eisentabletten zu mir. Deswegen muss ich gucken, wie viel Eisen hier drin ist und ob ich die überhaupt zusätzlich zu meinen aktuellen Eisenpräparaten nehmen darf. Genauso verhält es sich mit Vitamin B1, B6 und B12, denn auch das nehme ich zusätzlich als Tabletten ein, weil das so ein bisschen stimmungsaufhellend wirkt. Ich persönlich rate immer dazu, bevor man solche Präparate sich wahllos reinknallt, dass man seinen Arzt fragen sollte, dass man ein Blutbild machen sollte, dass man das einfach mal in Erfahrung bringen sollte, ob diese Tabletten einem gut tun würden. Ich kenne nämlich auch aus meinem nächsten Umfeld, Familienkreis, wie auch immer, Leute, die einfach zu viel Eisen haben zum Beispiel. Wenn die so eine Tablette nehmen würden, das würde ihnen überhaupt nicht gut tun. Ne, da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und ja, deswegen möchte ich wirklich an dieser Stelle erwähnen, deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen länger drüber geredet und bin da ein bisschen vorsichtig. Aber Leute, bevor ihr wahllos Nahrungsergänzungsmittel, auch Nahrungsergänzungsmittel, die euch vielleicht von irgendwelchen Influencern oder so, ne, empfohlen werden, fragt euch das bitte vorher bei eurem Arzt nach, weil das ist nicht irgendetwas, was du auf deine Haut schmierst und wo du vielleicht einen Pickel von bekommst, sondern das sind Dinge, die packst du in deinen Körper, die wandern von hier oben bis hier unten, komplett durch deinen Organismus durchgehen, in dein Blut, in deine Organe und so weiter. Bitte aufpassen, ne? So, die Moralpredigt, das tut mir leid. Okay, ja, oh, so, Diadermin, da haben wir, hier so Ampullen drin, Ampullenkur, Lift Plus, Phytoretinol, Anti-Age-Ampullen. Wieder hier Meerfenchel und Algenextrakt. Das ist halt wirklich eine gute Geschichte, Leute, ich sage euch das. 7 Ampullen und ja, die sind hier auch mit enthalten. Das kannst du entweder als wirklich 7-Tage-Kur machen, dass du dir jeden Abend so eine oder jeden Morgen eine Ampulle gönnst. Oder du machst es gezielt, wenn du gerade einfach das Bedürfnis danach hast. Ja, genau. Das ist wohl ein neues Produkt. Das ist auch cool. 95% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Retinol-Effekt. Retinol ist ein ganz, ganz toller,
ein ganz tolles Gedöns für die Haut, ne? Also das tut mir auch sehr gut. Das ist sehr Anti-Aging halt. Minimiert Falten und strafft die Haut durch hochkonzentrierte Wirkstoffe. Ja, ist doch alles nice, ne? Kann man sich nicht beschweren. Und ja, Meerfenchel und Algenextrakt. Ich sag's euch, ne? Deswegen stehe ich auch so auf die Produkte von Dalton, weil die, ja, das ist alles halt wirklich hautverträglich, ne? Und da kannst du gut mit um. Ja, so viel dazu. Einen habe ich hier noch drin, bevor mir hier die Box wieder runterfällt. Ich glaube, letztes Mal ist mir die Box auch runtergefallen. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon da. Ich glaube, das habe ich mal von der lieben Marion in einem ja, Tauschpaket oder so gehabt, ne? Von Yin Yu oder von Jana? Ich weiß nicht. Cucumber Sheet Mask Ultra Soothe Korean Super Beauty. Also das ist quasi eine Gesichtsmaske. Ist die nicht süß? Oh, das finde ich so niedlich. Ach, ich stehe auf sowas. Das ist total verrückt, aber ich stehe wirklich auf solche Prints. Verrückt. Ich glaube nicht, dass man aussieht wie sie. Nein, nein. Das ist ja eine kleine süße Katze, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich so aussehen werde. Hm. Was soll die eigentlich machen? Ja, soothe, ne? Also beruhigen in dem Sinne. Mit Gurke. Aber hier steht hinten tatsächlich, hier stehen gute Inhaltsstoffe drauf. Okay, ja. Du hast hier auch Alkohol drin. Also Achtung für Leute, die sowas nicht so gut vertragen, weil Alkohol kann austrocknend sein. Ja. Centella Asiatica, das ist eine gute Geschichte. Blablabla. Castor Oil, das ist, boah, ich vergesse mal, was Castor Oil heißt, aber das ist auch eine ganz gute Geschichte, was ich glaube sogar mal als Tropfen irgendwo drin hatte. Ja, ich glaube schon. Ginkgo, blabla, Parfüme hast du hier auch mit dran. Ja, egal. Aber hier stehen halt mehr Warnhinweise in verschiedenen Sprachen drauf, als das hier drauf steht, was die Maske machen soll, was ich immer etwas schwierig finde. Aber meistens mag ich diese Masken gerne und ich vertrage die gut. Im außergewöhnlichen Fall einer unerwünschten Reaktion Verwendung einstellen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Kontakt mit Augen und Lippen vermeiden. Nicht auf empfindlicher oder verletzte Haut anwenden. Dazu zählt übrigens auch, dass du, wenn du irgendwo einen Pickel im Gesicht hattest, den du dir kurz vorher ausgedrückt hast, was du nicht machen sollst, oder sonst irgendwas, dass du besser nicht so eine Maske dann verwenden solltest, ne? Das gehört auch mit dazu. Bitte bewahren Sie alle Informationen für späteres Nachschlagen auf. Das fand ich auch super witzig, als ich diese Masken von Yin Yu schon mal gemacht habe. Also sollst du das auf jeden Fall aufbewahren und nicht wegschmeißen, damit du nachschlagen kannst. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ja, ne? Das heißt, das einfach aufs Gesicht geben. Ich mache sowas meist als Serumersatz zum Beispiel auf das Gesicht. Finde ich aber nice, dass wir hier auch noch eine Gesichtsmaske mit drin haben. Auch koreanische Beauty-Geschichten, ne? Doch, also das war die Box. Wir haben hier eine wirklich kunterbunte Mischung von Kopf bis Fuß, also von Haarpflege bis Fußpflege haben wir alles mit dabei. Das hat mir echt gut gefallen. Also das ist echt so eine Box, wo ich mich drüber freue, wenn ich sehe, dass sie wieder verfügbar ist. Ich weiß gar nicht, wie häufig es die gibt. Ob die alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr rauskommt, ich weiß es nicht. Aber solltet ihr diese Box wieder sehen, dass sie verfügbar ist, schickt mir das super gerne auf Instagram. Dann kann ich das nämlich auch teilen und in meiner Story teilen und kommunizieren. Das, was mir gerade etwas schwer fällt, obviously. Ihr Lieben, das war die Box und ich fand sie richtig klasse, ne? Schreibt mir gerne, ob ihr die auch ergattern konntet und wie ihr die Zusammenstellung so fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Ja, die nehmen wir mal. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!